Ja, einen wunderschönen guten Morgen kann ich ja nicht mehr sagen, aber guten Tag an Sie alle. Herzlich willkommen hier im neuen Rathaus. Der Moderator ist gerade eben eingetroffen, trotz Zugverspätung aus Berlin. Und der Regionspräsident wird sicherlich noch gleich kommen. Sehr geehrter Herr Müller-Brandes, sehr geehrte Referentinnen und Referenten des heutigen Tages oder der heutigen Arbeitstagung. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich hier im Mosaiksaal im neuen Rathaus begrüßen. Für all diejenigen, die es nicht wissen, das ist Teil der ehemaligen Pracht hier im neuen Rathaus gewesen. Der Mosaiksaal ist einer der beiden Nebensäle, Nebenfestsäle aus der Entstehungsgeschichte des Rathauses gewesen. Und da, wo sich heute unser Ratssaal befindet, nämlich hier hinter dieser Wand, da befand sich der eigentliche Festsaal. Diese Pracht ist Ende des Zweiten Weltkriegs im wahrsten Sinne des Wortes in Dutten gegangen. Es gab hier ein paar Bombentreffer, ansonsten ist ja das Rathaus ganz gut auch über die Bombenangriffe hinweggekommen. Ich darf Sie ganz herzlich alle zur Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege hier in der Stadt Hannover zum Thema Integration begrüßen. Sie, die Mitglieder der AGW, sind hier gern gesehene Gäste und Sie gehen ja eigentlich hier auch fast tagtäglich ein und aus. Wir als Stadt unterstützen diese jährlichen Fachtagungen der AGW schon seit Jahren und wir tun es gerne, weil wir diesen Fachaustausch gerade beim Thema Integration auch für sehr wichtig halten. Nicht nur in der Kommunikation mit den einzelnen Fachverbänden, sondern auch von Seiten der Verwaltung und auch von Seiten der Politik. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich die anwesenden Mitglieder des Rates. In Ihrer Einladung zur heutigen Veranstaltung werfen Sie gleich eine ganz, ganz große Frage auf. Welche gesellschaftlichen Aufgaben übernehmen Jobcenter, Agentur für Arbeit, Stadt Hannover, Kommunen in der Region Hannover und Bundesbehörden, die an der Integration von Flüchtlingen mitwirken? Und das heißt dann weiter, gibt es ein Miteinander der Institutionen im gesellschaftlichen Auftrag für Integration? Ich will das doch sehr hoffen, dass wir miteinander und Hand in Hand an der Stelle arbeiten. Um ein großes Wort zu gebrauchen, ich glaube, das ist alternativlos. Und alles andere wäre, glaube ich, auch nicht zielführend. Die Herausforderung der gelingenden Integration von so vielen neuen Einwohnerinnen und Einwohnern hier in der Stadt, aber auch in der Region, ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam angehen können und die wir gemeinsam meistern müssen. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir in dieser Frage auch nicht scheitern dürfen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir genau schauen, wie und wo wir uns gegenseitig unterstützen und vielleicht auf den richtigen Weg zurückbringen können. Ich war jetzt eben gerade bei einer Veranstaltung der Handwerkskammer. Und auch die Handwerkskammer und die ausbildenden Betriebe sind ja auch an der Stelle mit im Boot, wenn es um die Ausbildung von jungen Menschen geht, auch gerade von Flüchtlingen. Und ich freue mich sehr, dass es da auch gelungen ist, sozusagen den Schulterschluss herzustellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Oberbürgermeister Stefan Schostock hat gestern den Flüchtlingsbericht vorgelegt und einen ziemlich umfassenden Überblick über die Situation und über die zurückliegenden Monate gegeben. Ich will das hier nicht alles wiederholen. Ankommen, unterstützen, miteinander leben, das ist der motivische Leitsatz dieses Berichtes. Und Sie werden sehen, dass wir uns für die Zukunft insgesamt viel vorgenommen haben. Ich begrüße ganz herzlich den Regionspräsidenten Hauke Jager. Hauke, schön, dass du da bist. In der Rückschau lässt sich jedenfalls feststellen, dass die Aufnahme der Flüchtlinge in Hannover bis hierhin erfolgreich gelungen ist. Die nach wie vor große Hilfsbereitschaft unzähliger Hannoveranerinnen und Hannoveraner, und da schließe ich die Region mit ein, ist ein großes Geschenk für uns alle
und erleichtert den Geflüchteten den Einstieg in ihr neues Leben in Hannover. Und dafür, stellvertretend für viele, viele andere, Ihnen allen einen herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Einladung werfen Sie eine weitere sehr wichtige politische Frage auf, nämlich die Frage der Gerechtigkeit und des Ausgleichs zwischen verschiedenen Gruppen in unserer Gesellschaft. Lassen Sie mich hier ein Beispiel bringen. Vor 2 Jahren hatten wir alle kein anderes Thema als die Zuwanderung aus Südosteuropa. Wer in der Stadtgesellschaft denkt heute noch an die unverändert ungelöste Aufgabe der Teilhabe der Mitglieder der Roma-Minderheit. Es liegt an Gesellschaft, aber auch vor allem an Politik und Verwaltung, bei allen besonderen aktuellen Herausforderungen stets auch die Interessen und die Nöte anderer migrantischer Gruppen aus EU-Staaten, von Drittstaatenangehörigen und von Einheimischen im Fokus zu behalten. Nur dann wird es uns gelingen, Sozialneid nicht entstehen zu lassen und den verstärkten Zulauf zu politischen Gruppierungen und Parteien am rechten Rand zu beenden. Angesichts des Ergebnisses der Kommunalwahlen von vor 2 Wochen müssen wir alle gemeinsam an uns arbeiten und noch klarer unsere Nachrichten verbreiten. Meine Damen und Herren, wir fragen nicht, wo jemand herkommt, sondern wo er oder sie mit uns hin will. Deshalb dürfen wir Integration auch nicht vorrangig als Projekt der Persönlichkeitsanpassung für Eingewanderte denken, wie es mancher oder manche im politischen Raum verstehen möchte. Wir müssen vielmehr im Sinne der Teilhabe Angebote und Möglichkeiten eines möglichst barrierefreien Zugangs schaffen. Zugleich müssen wir aber auch im Sinne der Teilgabe den neuen Hannoveranerinnen und Hannoveranern die Möglichkeit geben und sie dazu deutlich ermuntern, ihren Beitrag zur Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders in allen Fragen, die ihr Leben und auch unser Leben betreffen, zu leisten. Damit will ich es an der Stelle bewenden lassen. Ich darf Sie noch mal ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind und ich wünsche Ihnen eine gute und ertragreiche Tagung. Herzlichen Dank. Ich versuche das mal in die Hand zu nehmen wegen meiner Länge. Bitte? Ah, dann muss ich die andere nehmen. So. Ja, sehr geehrter Herr Herrmann, sehr geehrter Herr Jagau, sehr geehrte Damen und Herren. Ich beginne mal nachdenklich. Wie gehe ich denn oder wie gehen wir denn damit um, dass wir heute in der Hatz auf Seite 1 das von Aleppo gelesen haben oder lesen mussten? Oder wie gehen wir auf der einen Seite damit um, dass wir natürlich von diesen Schiffen vor Ägypten gelesen haben und ganz sicher sein müssen, dass aktuell noch 10, 100 oder wer weiß wie viele andere Schiffe unterwegs sind? Also wie gehen wir damit um, dass ganz viele Menschen in großer Not sind und ganz viele Menschen auf der Flucht? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hören wir dann, das haben wir auch gelesen in den letzten Tagen, von dem EU-Flüchtlingsgipfel, oder wie man den nennen möchte, wo unsere europäischen Nachbarn nochmal sehr deutlich ihre Sicht der Dinge beschrieben haben und ihre Voten dazu abgegeben. Wie gehen wir damit um, dass die NP gestern Zahlen veröffentlicht hat, wo pro EU-Land nochmal gezeigt wurde, wie viele Flüchtlinge bezogen prozentual auf die Einwohnerzahl, die jeweiligen Länder aufgenommen haben. Und da liegt unser Land Deutschland ganz, ganz deutlich vorne. An zweiter Stelle, wenn man dieser Zeitung Glauben schenken will, ist es Österreich prozentual auf die Zahl der Einwohner. Wie gehen wir damit um, dass wir in der Stadt viele Plakate sehen von Kurden, die darauf hinweisen, dass die Situation in der Türkei schwierig ist und dass sie auch zum Teil antidemokratisch zu empfinden ist? Und wir gleichzeitig darauf angewiesen sind oder zu sein scheinen, mit der Türkei eng zusammenarbeiten zu müssen in dieser Frage. Wir sind da ein bisschen ratlos. Ich bin Pastor, was den Dialog der Religion angeht. Wir haben das Haus der Religion, da wollen wir auch einen deutlichen Akzent setzen. Aber neulich bin ich in einem Dialog gewesen mit einem jungen Muslimen, der war unglaublich stolz, Muslim Pride, hat er deutlich immer wieder gesagt, wie gehen wir damit um als sogenanntes christliches Abendland.
Wie gehen wir damit um? Wir haben uns das bewusst vorgenommen, heute Nachmittag auch, dass geschätzt 800.000 Menschen asylsuchend sind, im vergangenen Jahr zu uns gekommen sind. Aber, und davon redet kaum jemand, circa 1 Million, circa 1,2 Millionen Menschen aus aller Welt, die nicht mit diesem Ticket unterwegs sind, Asyl, sondern Menschen aus Ghana, aus Griechenland, aus Spanien, Sie haben es angesprochen, Herr Bürgermeister, aus Rumänien, Rumänien und Bulgarien. Auch diese sind mitgemeint, wenn wir heute tatsächlich einmal überlegen wollen, wir haben es in der Überschrift ja auch nochmal deutlich beschrieben, diese sind mitgemeint, wenn es darum geht, um unser Selbstverständnis, um unsere Haltung, um unsere Verantwortung. Ich glaube, Sie haben es auch schon gesagt, wir haben sehr deutlich Haltung und Verantwortung gezeigt im vergangenen Jahr. Da ist der Politik, da muss man auch mal deutlich sagen, mit hohem Respekt der Verwaltung, da sind uns allen ganz viele Menschen hierher neu zu uns gekommen ins Land und wir haben gemeinsam das hinbekommen mit einer großen Kraftanstrengung, die in der ersten Hilfe unterzubringen. Auch viele Ehrenamtliche aus den Wohlfahrtsverbänden haben die erste Hilfe gemeinsam gewuppt, das war gut. Und jetzt geht es, das wissen wir alle, um die zweite Hilfe und wir haben das immer gewusst. Die zweite Hilfe, die Integration, dauert länger, die ist schwieriger und auch hier haben wir Verantwortung und darum soll es heute gehen. Natürlich Sprache, natürlich Arbeit. Frau Walter ist, wenn ich das richtig sehe, als Referentin noch unterwegs, wird noch erwartet, die wird zu diesem Thema sprechen. Wie kriegen wir das hin, eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik, Herr Langer, Sie sind ja auch der Fachmann, hinzukriegen. Bei uns im Diakonischen Werk und in den anderen Wohlfahrtsverbänden auch arbeiten, auch Flüchtlinge, die ganz kurz hier sind, bei uns zum Beispiel in der Kleiderkammer, in der AWO wird das ähnlich sein, beim Roten Kreuz, bei den Paritätern, auch bei der Caritas. Ganz kurz sind die hier, ich spreche von uns im Diakonischen Werk, stehen auf der anderen Seite des Tresens, geben Kleidung aus für andere. Das ist ganz wichtig, aber ich sage ganz offen, manchmal ist das auch schwierig. Also, welchen Beitrag leisten wir für die Arbeitsmarktintegration? Und wir merken jetzt, dass wir und zwar nicht nur aufgrund der Wahlergebnisse, in diesen Fragen zu Ergebnissen kommen müssen. Wir merken, dass wir auch im Tagesgeschäft auf unwegsames Gelände gestoßen sind. Das wird der Impuls unseres Regionspräsidenten sein. Sie sind dankenswerterweise für Ihren Sozialdezernenten heute eingesprungen. Herzlichen Dank da nochmal für. Und wir merken, dass wir uns zunehmend den kritischen Anfragen von vielen Menschen stellen müssen, die an das Vorgehen vom letzten Jahr ihre Fragen haben. Menschen, die im Moment meinen, sich anscheinend, ich will es gar nicht nennen, in einer bestimmten Partei nur wiederfinden zu können. Wir merken, das will ich nochmal stark machen, ich habe es angesprochen, dass es ganz viele Menschen sind, die nicht unter dem Ticket asylsuchend hier sind. Und da sind unsere Jugendmigrationsdienste, da sind unsere Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, so ist der offizielle Titel, ein bisschen sperrig. Die sind massiv unter Druck, weil die natürlich unglaublich viele Menschen beraten, beraten wollen und beraten müssen. Und gleichzeitig erleben wir, dass die Finanzierung stagniert. Das ist jetzt der politische Teil. Sie finden so ein kleines Flugblatt auf ihren Plätzen, was auf die Situation nochmal hinweist. Oder wir merken, wenn ich bei der Politik bin, es werden neue Integrationsgesetze verabschiedet. Ich glaube, auch vor dem Hintergrund der Dinge in Nizza, der Anschläge, der Wahlergebnisse der europäischen Nachbarn, das liest sich vom Namen her als Schutz für Flüchtlinge. Wir erleben das manchmal aber auch als Schutz in Anführungsstrichen vor Flüchtlingen. Wie gehen wir damit um? Und ich hatte neulich ein Gespräch mit unserer Abteilung Pro Migration, da sind wir Mittagessen gewesen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Auch wie gehen wir mit den Kindern und Jugendlichen um? Auch das ist eine Frage, die zu uns kommt. Da gibt es, das haben Sie alle erlebt, wunderbare Erlebnisse. Bei uns war es in einer Jugendwerkstatt. Deutsche Jugendliche, wenn man so will, gefragt und gesagt, wir müssen noch mal was tun für die Flüchtlinge, haben dann gekocht, dann kamen Menschen auch aus Syrien und da war ich Zeuge eines Gesprächs dazu. Der Syrer, der junge Mann, hat erzählt, angesprochen über seine Berufsperspektive, er würde gerne Friseur werden, so wie sein Vater. Daraufhin der Deutsche aus der Jugendwerkstatt, Friseur kannst du doch nicht machen, bist du bekloppt, musst du samstags arbeiten. Das hat der Syrer gar nicht verstanden und das war gut, dass er es nicht verstanden hat. Aber es gibt ja auch die anderen. Wie gehen wir mit den anderen um, die in einer Parallelgesellschaft leben oder danach Ausschau halten. Das sind nur ein ganz paar Fragen. Sie bringen Ihre ganz eigenen Fragen mit. Ich freue mich, dass Sie sich heute aufgemacht haben, um gemeinsam nochmal über unser Selbstverständnis, unsere Haltung, aber ganz bewusst auch über unsere Verantwortung ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich, dass Sie, Herr Herrmann, gleich den ersten Anstoß dazu gegeben haben. Ich freue mich, dass wir neben den beiden genannten Referenten deutliche Impulse auch nochmal bekommen von Ihnen, Herr Heidorn. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Von Ihnen, Herr Langer, Herr Löhlein, Frau Robert ist auch dabei. Das sind absolut kompetente Gesprächsteilnehmer. Zum Teil kennen wir uns ja auch oder zum großen Teil. Und das will ich auch nochmal sagen. Es tut gut,
sie in den ganz verschiedenen Zusammenhängen immer wieder als Partnerinnen und Partner zu erleben, die sagen, jawohl, es war nicht nur ethisch richtig, dass wir diese Menschen in Not aufgenommen haben, sondern wir wollen auch gemeinsam den Weg in die Zukunft mit ihnen gestalten. Das erleben wir. Und deshalb danke für die gute Zusammenarbeit, danke für Ihr Kommen, danke an die Landeshauptstadt für die Gastfreundschaft dieser Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände unserer Stadt. Danke dem Vorbereitungsteam, das war unglaublich viel Arbeit, der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, dem Fachausschuss, jetzt zum schon dritten Mal. Jetzt, Herr Kuhn, darf ich Ihnen das Wort übergeben. Sie sind uns nicht nur radiohörend in frühen Morgenstunden und bei langen Autofahren bekannt, sondern eben auch durch immer wieder Auftritte als interessierter Moderator ganz verschiedener Themen. Ich freue mich mit Ihnen auf einen an- und gerne auch aufregenden Nachmittag. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, dann auch von mir natürlich nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ich heute dabei sein darf hier und den Nachmittag ein bisschen mitbegleiten darf. Wir werden nachher ja noch eine ausführliche Podiumsdiskussion haben, bei der ich jetzt schon mal einladen darf, dass auch Sie dann mitdiskutieren. Ich habe gerade noch mal mit Beilo gesprochen, der gesagt hat, natürlich dürfen heute und sollen vor allen Dingen auch Sie Ihre Fragen stellen, Ihre anregenden Diskussionsbeiträge liefern in der Podiumsdiskussion, die wir so gegen 14.45 Uhr dann hier vorne starten werden. Mein Name also Andreas Kuhn. Ich habe natürlich mit dem Thema Flüchtlinge, das muss man an dieser Stelle deutlich sagen, eher nur am Rande zu tun, beziehungsweise im Rahmen meiner Arbeit. Und da hatte ich halt von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, dass vor circa einem Jahr, vor etwa 15 Monaten, da so ein schöner bunter Luftballon mit dem Aufdruck, wir schaffen das, in den Himmel gebracht wurde. Mit sehr viel heißer Luft hatte ich das Gefühl, denn das, was im Grunde zu schaffen war, das wurde ja nicht von den Politikern in Berlin geschafft, sondern das wurde zum größten Teil von Ihnen zu diesem Zeitpunkt schon geschafft, denn Sie haben es geschafft, Menschen, die vor Leid geflüchtet sind, vor Tod geflüchtet sind, vor Bedrohung geflüchtet sind, zumindest hier in der Region Hannover, und vielleicht ja auch darüber hinaus schon mal so ein Stück weit das Gefühl zu geben, ihr seid ja willkommen, ihr seid ja sicher und wir wollen uns auch um euch kümmern und wir wollen euch auch eine angemessene Hilfe zuteil werden lassen. Und dafür kann ich nur sagen, aus meiner leidenhaften Sicht als Außenstehender, also Ihnen erstmal ein großer Dank dafür, sicher, Sie sind natürlich auch gut in diesem Thema beschäftigt, von daher gibt es auch Kohle dafür, aber trotzdem war das schon eine große Arbeit, die Sie da geleistet haben und ich hatte immer so das Gefühl, dass viele Politiker weit weg waren und gesagt haben, naja, das klappt ja einigermaßen und dann können wir auch irgendwann mal auf diesen Zug aufspringen und dann an der einen oder anderen Stelle auch mal die Hand reichen. Und das gilt natürlich nicht nur für Ihre Einrichtungen und Organisationen, sondern es gilt natürlich auch für die Kommunalpolitiker vor Ort, die teilweise in diesen Situationen auch nicht recht wussten, wie gehen wir mit diesen Menschen um. Es waren ja wirklich immer sehr viele Menschen, die gekommen sind. Und es war sicherlich nicht einfach, in der Zeit organisatorische Bereiche, Strukturen zu entwickeln, die dann eine angemessene Betreuung, ein angemessenes Willkommen und auch ein angemessenes Weiterleben in der Region Hannover ermöglicht haben. Und wenn wir heute hören hier vom Bürgermeister, dass das im Grunde ganz gut geklappt hat, dann ist das eben, glaube ich, wirklich zunächst mal Ihr Verdienst. Ich will jetzt keinen Applaus dafür haben, aber ich denke, Sie können sich an dieser Stelle mal selbst applaudieren. Wenn Sie Lust haben, wissen Sie nicht. So, und dann denke ich, sind wir auch schon bei dem Thema, was ich kurz angeschnitten habe. Wir haben damals nach so einer kurzen Irritationsphase, ich zumindest in meinem Beruf, festgestellt, dass es dann Arbeitgeberverbände gab, die gesagt haben, meine Güte, das ist toll, dass wir so viele Flüchtlinge haben, dass wir so viele Asylbewerber haben. Die werden wir alle integrieren, die werden unsere ganzen nicht besetzten Stellen qualifiziert besetzen. Ich kann mich erinnern an Sendungen, die ich beim NDR gemacht habe, wo tatsächlich solche Euphorie entstanden war. Ein Jahr später, jetzt vor einigen Wochen, habe ich die Sendung gemacht, da hieß es, oh Gott, das klappt ja alles gar nicht. Wenig Qualifikation, wir haben große Schwierigkeiten, diese Integrationsleistung auf dem Arbeitsmarkt zu leisten. Wir wissen selbst, dass es natürlich auch im täglichen Leben an der einen oder anderen Stelle doch deutlich hapert. Es liegt oft leider mittlerweile auch daran, dass die Menschen in Deutschland nicht mehr so gastfreundlich sind, wie sie zumindest vor einem Jahr schienen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich heute hier mal trifft und sagt, wie können wir in Zukunft gemeinsam aktiv werden, erfolgreich aktiv werden für diese Menschen, die zu einem großen Teil ja wirklich immer noch das Gefühl haben, wir möchten hier in Deutschland sein, erstmal zumindest für einen bestimmten Zeitraum und vielleicht dann auch später länger bleiben. Einer der Politiker, der damals gefordert war, ist unser Regierungspräsident, das ist Hauke Jagow. Ich erinnere mich daran, dass damals, wir kennen uns ganz gut privat, manch Termin ausfallen musste, weil tatsächlich in der Zeit dann immer abendliche Termine waren, wo man gesagt hat, wir müssen sehen, dass wir wieder neue Flüchtlinge, die damals ja auch häufig in Laatzen ankamen auf dem Messebahnhof, dass wir die entsprechend empfangen, dass wir sie auch aufnehmen, dass wir ihnen auch gleich ein gutes Miteinander hier in der Region Hannover zuteil werden lassen. Und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist und ein Referat hält zum Thema die Mühen der Ebene in unwegsamem Gelände. Ich bin sehr gespannt auf deinen Navigationskurs. Hauke Jagow.
Ja, meine Damen und Herren, seien Sie ganz, ganz herzlich gegrüßt. Ich bin eingesprungen für Pico Jordan und der hatte übrigens auch den Titel schon festgelegt. Aber ich referiere natürlich über dieses Thema gerne und will anfangen mit zwei Vorbemerkungen. Die eine ist die, dass im letzten Jahr, bevor das Thema Flüchtlingsstrom bei uns angekommen ist, Jenny Erpenbeck eines der beeindruckendsten Bücher geschrieben hat, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, mit Gehen, Ging, Gegangen. Und die hat die Fragen, die eben von Ihnen, Herr Müller-Brandes, auch aufgeworfen sind, in brillanter Art und Weise bearbeitet und die Ohnmacht aufgezeigt und die Willkürlichkeit und die Zufälligkeit, die darüber entscheidet, ob Menschen, die gleichermaßen schwierige Schicksale haben, dann hier in einem Land, das für viele aufgrund der Erlebnisse beinahe eher wie die Insel der Glückseligen aussehen mag, bleiben darf oder ob sie aufgrund von technischen und sonstigen Vorschriften wieder das Land verlassen müssen. Falls Sie das Buch nicht gelesen haben, kann ich Ihnen das nur empfehlen, weil es in der Bandbreite den, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, Unsinn ist nicht der richtige Satz, aber das Wirrwarr der bürokratischen Vorschriften und die Zufälligkeiten beschreibt und deutlich macht, dass es eben bei diesen Themen meistens nicht um Humanität ging und auch geht, was das deutsche Integrationsrecht angeht. Das hat andere Themen, aber es ist nicht das Thema Humanität, das da eine Rolle spielt. Und die zweite Bemerkung, die ich machen will, die geht dann in die Zeit, die eben gerade schon angesprochen wurde. Das war in Garbsen. Wir haben da in Garbsen relativ schnell damals in der sogenannten Amtshilfe für das Land Niedersachsen eine Notunterkunft eingerichtet und haben, wie wir das in allen Bereichen gemacht haben, auch eine Einwohnerversammlung dazu gemacht. Und im Laufe dieses Gespräches kam dann eine Frage von einer Bürgerin, die sagte, werden die denn abends jedenfalls eingeschlossen? Und dann meldete sich eine Nächste und sagte, ich komme aus der Kirchengemeinde und wir haben jetzt schon 30 Leute, die gerne über Weihnachten jemanden aufnehmen möchte. Und diese Diskrepanz, meine Damen und Herren, zwischen einer subtilen, nicht begründbaren Angst, ja, die von gar nicht hergekommen ist, und einer unglaublichen Hilfsbereitschaft. Diese Diskrepanz ist die, die bis heute in unserer Gesellschaft so weiter vorhanden ist. Und das Spannende ist, dass Angst ist nun mal irrational. Das ist ein Teil von Angst in der Regel. Das Spannende ist, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, gemeinsam wieder in einen Diskurs zu kommen, der dazu führt, dass das Auseinanderdriften dieser beiden Teile dem entgegengewirkt wird. Und das ist, glaube ich, eines unserer wirklich ganz, ganz großen Probleme, die wir heute haben, dass sie tatsächlich beide, also die Frau, die das da gesagt hat, die hat das gar nicht böse gemeint, sondern sie glaubte, dann sei sie besser geschützt und müsse sich keine Sorgen machen. Mit der Frage, werden die denn jedenfalls abends eingesperrt? Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch bei der Frage, wie geht es denn eigentlich jetzt weiter, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie schaffen wir es, unsere Gesellschaft im Zeitalter von modernen Medien, von dem größten Blödsinn, der über soziale Kanäle und sonst wie verbreitet werden kann, weil es keine Autorisierung mehr gibt, weil es keine inhaltliche Verantwortlichkeit für irgendetwas mehr gibt. Wie schaffen wir es in dieser Zeit, die richtigen Fragen und die Sorgen, die man auch ernst nehmen muss von den einzelnen Leuten, so zu bearbeiten, dass hinterher noch vernünftige Antworten darauf kommen? Zur Situation in der Region, also sozusagen eher nochmal dichter rangeholt an das Thema, muss man nach wie vor aus meiner Sicht zunächst mal darauf hinweisen, dass es im Libanon bei 4,5 Millionen Einwohnern 1 Million Flüchtlinge gibt. Dass es in Jordanien ungefähr 600.000 Menschen gibt, die aus Syrien geflüchtet sind, bei 6,6 Millionen Einwohnern. Und dass wir in Deutschland, ich weiß es nicht, ich glaube, es gibt inzwischen eine offene Zahl, aber immer noch nicht so ganz so genau wissen, ob es 800.000, 1 Million, 1,2 Millionen Menschen waren, die im letzten Jahr gekommen sind, aber das bei 82 Millionen Einwohnern. Und wenn man dann auch weiß, dass Deutschland eines der wirtschaftsstärksten Länder
der Welt ist, dann finde ich schon, dass man sehr klar sagen kann, wer kann das eigentlich schaffen, wenn nicht dieses Land? Und es hat es übrigens auch eindeutig und mit großer Brillanz bewiesen. Also unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit gespalten und nicht so unsozial, dass wir keine Hilfeleistung mehr haben. Das ging im letzten Jahr, muss man sagen, ohne Freiwillige Feuerwehr, ohne Diakonie, ohne die Hilfsorganisationen ASB, DRK, Johanniter, Malteser, auch die DLRG, wäre es nicht möglich gewesen, in so schneller Zeit Unterkünfte zu bauen, die allerdings nur Minimumstandards auch wirklich erfüllt haben. Da war eine riesengroße Bereitschaft und sofort an ganz, ganz vielen Stellen sind die Menschen gekommen und haben das, was staatlich nicht organisierbar war, an humanitärer Hilfe, an Zuhören, an Möglichkeiten von Kleiderkammern und Ähnlichem angefangen zu organisieren. Wir hatten hier in der Region ein weiteres tolles Erlebnis, muss ich sagen. Wir haben die Amtshilfe für das Land gemacht und haben in Laatzen am Bahnhof norddeutschlandweit die Verteilung in 5 Bundesländer übernommen, mit Zügen, die aus dem Süden kamen. Und das, was wirklich toll daran war, ist, dass wir innerhalb von wenigen Tagen auch über 40 und 50 Sprachmittler hatten, die jeden Morgen um 5 oder um 6 vor ihrer Arbeit gekommen sind und gemeinsam mit anderen aus den Hilfsorganisationen dafür gesorgt haben, dass die sorgenvollen Fragen der Menschen, die da ankamen, so beantwortet werden konnten, dass sie mit etwas weniger Sorge und mit etwas Erleichterung, dass sie angekommen sind, dann auch in die Busse steigen konnten, um weiterzufahren. Und wer dort öfter war, oder ich sage es andersrum, ich habe niemanden erlebt, der nicht tief gerührt und mit einer hohen Erkenntnis, dass es richtig ist, dass diese Hilfe so geleistet wird, wer dort war, da habe ich keinen erlebt, der das nicht gesehen hat. Insbesondere nach den ersten Wochen, als auch immer mehr Kinder gekommen sind, aber auch bei alten Menschen war es, also bei allen, die da gekommen sind, war es wirklich so, dass es mich jedenfalls jedes Mal wieder ziemlich stark angeschlagen hat, was man da gesehen hat, weil man den Menschen angesehen hat, dass sie, welche Wege sie hinter sich hatten und zum Teil aber auch die Hoffnung. Und selbstverständlich, meine Damen und Herren, gab es auch hier alles. Da gab es den einen, der sagt, ich brauche gar nichts, ich habe in der Schweiz ein Konto, da sind, ich weiß nicht wie viel Geld drauf, ich muss hier nur irgendwo eine Wohnung haben. Aber es gab auch die, die im Dezember mit Badelatschen und Shorts gekommen sind. Auch da ist es so, dass wirklich die Unterschiedlichkeit, wie in allen Bereichen, die Pauschalierung einfach nicht passen, weil die Problemlagen verschieden sind. In jedem Fall haben wir da gemeinsam gezeigt, dass es gut funktioniert, auch bei der Notunterbringung. Wir haben inzwischen in der Region über 250 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die natürlich mit zunehmender Zeit ganz andere Probleme als am Anfang, wo es nur darum ging, sie unterzubringen, bekommen, wo es natürlich eine ausgesprochen spannende und schwierige Frage ist, wie bekommt man eigentlich die notwendige Integration hin, wie bekommt man den Kulturwechsel, der zwischen der Heimatregion und dem Land hier einfach vorhanden ist, die differenzierte Kultur, wie bekommt man sie vermittelt, wie geht das, nicht über das Thema Assimilation, sondern über das Thema auch Erkenntnis. Und auch dies ist nicht neu, meine Damen und Herren. Wir wissen auch aus den Entwicklungen in den frühen 90er Jahren, als damals mit einer ganz anderen Motivation man eine Riesenwelle von Menschen aus den osteuropäischen Ländern, aus Russland hierher geholt hat, dass auch da der Kulturwechsel, damals war ich, als das hochschlug, Bürgermeister in Laatzen und ich sehe, dass einer der damals schon Zuständigen hier auch im Raum ist, auch da war es ein Riesenproblem, weil weder die Eltern die Kultur hier verstanden hatten und weil das, wie es eben in autoritären Systemen ging, dass man über Druck und über Missachtung oder eben nicht Vorhandensein von Rechten und gegebenenfalls auch über körperliche Gewalt irgendwelche Gehorsam erzeugt, das ist nicht unser Problem und das ist nicht unser System und auch da müssen wir gucken, wie kann man diese Vermittlung machen. Deshalb ist es eben auch nicht ganz
So einfach. Nun haben wir die erste Welle überstanden, wenn man das so vielen Glauben schenken mag, und die atmen auf. Ich finde eher, auch da bin ich bei Ihnen, finde eher, dass man sich fragen muss, wer die Verantwortlichkeit dafür trägt, dass jeden Tag wieder die Meldungen von ertrunkenen Leuten im Mittelmeer kommen. Und die aktuellen Bilder, die Sie aus Aleppo sehen, die sehen eben auch, dass wir weit davon entfernt sind in diesen Bereichen. Und nun stellt sich die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Noch einmal, unser Integrationsrecht, unser gesamtes Ausländerrecht ist nicht aufgelegt auf Integration, sondern ist nach wie vor ganz massiv eigentlich von Ausgrenzung bestimmt. Und das macht es uns auch nicht einfacher. Der Vorschriftenwust, der gilt, macht es ausgesprochen schwierig, die verschiedensten Dinge vernünftig zu regeln. Aus meiner Sicht ist nach wie vor die Sprachmittlung das zentrale Thema. Ohne Sprachmittlung werden Sie nicht weiterkommen, aber auch da haben wir in der Praxis riesengroße Probleme. Ich finde es erstaunlich, wenn allgemeinbildende Schulen, die bei unter 15 schlicht die Schulpflicht erfüllen müssten, kundtun, sie könnten nicht aufnehmen. Das ist schon spannend, dass das geht und dass das irgendwie geht. Und ich bin froh, dass wir auch da dann immerhin Lösungen mit den berufsbildenden Schulen und mit anderen finden und versuchen, diesen Weg zu gehen. Wenn Sie sehen, welche Qualität Sie brauchen, dann wissen wir natürlich auch, dass wir überhaupt nicht die Lehrerinnen und Lehrer haben, die man für diese Sprachvermittlung bräuchte. Das heißt, Sie müssen auch da in vielen Bereichen improvisieren und können das, was notwendig ist, nicht so schnell erzeugen. Das, was eigentlich sinnvoll wäre, nämlich am Anfang eine massive Kompetenzanalyse zu machen, um bei jedem individuell zu gucken, was braucht der. Wie gesagt, die Menschen sind völlig verschieden. Wir haben Analphabeten und wir haben habilitierte Leute dabei, die aus Top-Schichten, es ist alles da. Deshalb ist es eigentlich, wäre es hochgradig sinnvoll, ganz genau zu gucken. Das ist in so einem Land wie Deutschland so schnell leider nicht möglich. Und es liegt nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörden, dass sie nicht wollen, sondern auch da muss man dann wieder sagen, dass was an zuständigen, zusätzlichen Gesetzen gekommen sind, war insbesondere, was das Thema UMA angeht, aus meiner Sicht gut gemeint, aber auch nicht mehr als gut gemeint, meine Damen und Herren, denn das man da deutsches Jugendhilferecht und Jugendhilfestandards auf eine Gruppe, die eine völlig andere Lebenssituation, eine völlig andere Ausgangssituation gebracht hat, war wirklich nur gut gemeint. Das heißt, wenn wir jetzt weiterarbeiten, dann ist es einerseits, glaube ich, gut, dass überall da, wo es verlässliche Bewegungen gibt, also die Debatte, dass angerufen wird und gesagt wird bei Kollegen, ihr könnt doch hier die Flüchtlingseinrichtung nicht zumachen, wir haben doch so eine gute Hilfsorganisation und sind da so gut dran, was ja ich richtig positiv finde, weil es zeigt, dass da was gewachsen ist, weil es zeigt, dass es Interaktionen und auch Beziehungen gibt. Das ist der eine Teil. Natürlich ist das gut für Gesellschaft, wenn die tatsächliche Notsituation, Unterbringung in Schulsporthallen und Ähnlichem alles nicht mehr stattfindet. Aber für uns wird es in den nächsten Jahren, und deshalb, Herr Kuhn, als Sie vorhin dieses Thema sagten, was Arbeitsplätze angeht, das war schon sehr, sehr, sehr früh klar. Die Bilanz, ob wir einen Erfolg haben oder nicht, zeigt sich in 5 bis 10 Jahren. Wir wissen übrigens auch, dass die Menschen völlig verschieden sind. Ein Teil möchte überhaupt nicht hierbleiben. Die sind aus Not gekommen und wollen weiter, und ein Teil prüft es für sich und seine Familie und sagt, es gibt eine Perspektive. Daraus ergeben sie auch, dass sie auch da wieder kein pauschales Handlungskonzept haben können, sondern auch das genau angucken müssen, um zu wissen, mit wem sie arbeiten. Bei denen, die sagen, ich möchte hierbleiben, müssen sie anders investieren, müssen sie einen anderen Weg gehen, damit sie tatsächlich auch die Voraussetzungen bekommen. Das heißt Sprach, das heißt Bildungsgänge so, dass sie bei den hohen Standards, die ja schon hier eine ganze Menge auch Deutscher überfordern, die jedenfalls von der Muttersprache her erstmal dichter dran wären, müssen Sie richtig investieren und dafür müssen Sie geordnet etwas tun. Und dann können Sie in 5 bis 10 Jahren sagen, ob es gelungen ist, wie groß der Anteil derjenigen ist, die es geschafft haben, hier selbstständig auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und dann wiederum wird es richtig sein, dass Sie zu diesem Zeitpunkt im Erheblichen dazu beitragen können, dass der Fachkräftemangel gemindert wird aufgrund des demografischen Wandels, den wir haben. Aber der Weg bis dahin ist lang und die Vorschriften sind völlig verschieden dazu.
wir haben in der Region dafür, wie gesagt, eine ganze Menge mit unseren Sprinterklassen, mit dem Spracherwerb verbunden, mit Berufsorientierung, mit Vermitteln von Kontakten zu Betrieben. Wir haben ein Übergangsmanagement, wo es tatsächlich auch wieder um berufsvorbereitende Maßnahmen mit dem Jobcenter geht, mit den Kammern, und auch die Kammern IHK und Handwerkskammer haben einige Maßnahmen. Wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen, werden wir uns auf allen gesetzgeberischen Ebenen dazu entscheiden müssen, andere Rechtsgrundlagen zu schaffen, die nicht mehr ausgrenzen, die nicht verbieten, sondern die wirklich einen integrativen Anteil haben. Wenn Sie zum Beispiel bei uns zum Kollaps in der Ausländerbehörde führte, die Tatsache, dass Sie eine Vorschrift haben, die im Grunde jedem ausländischen Menschen, den dem Status, den er da als Geflüchteter hatte, vorschreibt, dass er alle 4 Wochen einmal zur Ausländerbehörde kommt. Das sind alles Menschen, die Angst hatten, deshalb sind sie an dem 1. Januartag, weil ein neues Jahr angefangen hat, vorsichtshalber nicht alle, aber ein Viertel von fast allen gekommen. Und unser Laden ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, vollständig zusammengebrochen, weil das natürlich weder notwendig noch sinnvoll war. Aber weil die Menschen Angst hatten und weil sie nicht die Sorge haben wollten, im neuen Jahr etwa noch nicht da gewesen zu sein, war das so. Inzwischen haben wir auch da Regelungen gefunden und haben die Systeme verändert. Auch das hat wieder für deutsche Verwaltung sehr, sehr gut geklappt. Aber wir haben eben an ganz, ganz vielen Stellen Vorschriften, die nicht für diese Größenordnung gedacht sind und die eben auch nicht das Ziel hatten, dass Menschen kommen können. Ganz davon abgesehen, dass wir die Schwierigkeit, die Sie angesprochen haben, die ja in der Konsequenz, glaube ich, getragen werden muss. Jedenfalls ist das für uns als Verwaltungsbehörde. Wenn der Gesetzgeber festlegt, wen wir abschieben müssen, dann hat die Verwaltungsbehörde nicht die Chance, egal wie sie das findet, das anders zu bewerten. Das ist Teil des Rechtsstaats, meine Damen und Herren. Das ist übrigens für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziemlich hart. Wenn sie durch sind und wenn die Verfahren zu Ende sind und alle Schritte dafür beendet sind, die Chancen zu etwa einem Bleiberechtsstatus oder ähnliches Duldung geben können, dann müssen Sie als Verwaltungsbehörde das vollziehen, was der Gesetzgeber gemacht hat. Und das ist oft auch für mich, ich kann das auch nur, gucke mir die Sachen an, da können Sie aus rechtsstaatlichen Gründen nicht sagen, wir machen das hier mal anders. Kann man Mitarbeiter nicht sagen, heute ist uns egal, was der Gesetzgeber gemacht hat, aber morgen halten wir uns wieder dran. Dann ist es die Aufgabe, und das ist dann das nächste Thema, was es so schwierig macht, wenn Sie die Gesamttendenzen angucken, dass man Gesetze auch ändern müsste. Wenn Sie diese Totschlagsdebatten über irgendwelche sicheren Drittstaaten hören, wo Sie wissen, dass es nicht um die Frage geht, ob Marokko etwa sicherer Drittstaat oder nicht ist, sondern um das Thema, dass Marokko niemanden wieder zurücklässt, weil sie sagen, sind alles und nicht unsere Einwohner. Das heißt, da wird auch in diesen Bereichen natürlich Politik mit Angst gemacht und mit der Frage, warum diskutiert man über bestimmte Dinge nicht. Also wenn wir da erfolgreich sein wollen, werden wir, und ich bin leider nicht, ich kann Ihnen nicht sagen, so wird es gehen, sondern werden alle die, die wissen, dass es differenzierter ist, alle die, die wissen, dass es eine humanitäre Frage ist, wie man damit umgeht, gemeinsam immer wieder dafür arbeiten müssen und aufzeigen müssen, wie Integration funktioniert und aber auch auf die Menschen zugehen, die Ängste haben und das mit ihnen besprechen müssen. Und das ist ein mühsamer Weg. Der wird von den Medien nicht unbedingt unterstützt, aber der ist, glaube ich, notwendig. Und der andere Teil, der wirklich staatlich geleistet werden muss, mit Sprinterklassen und Ähnlichem, da bin ich bei den Additionen der Ansätze, die wir gesehen haben, optimistisch, dass uns das mit einigem Gerumpel und einigen Mühen, wie es auch von Herrn Jordan ja angesprochen wird, gelingen wird. Weil es in der Fachwelt, in allen Bereichen eigentlich eine große Bereitschaft dazu gibt, auch Lösungen zu finden, die funktionieren können. Bei den Mitarbeiterinnen in allen Bereichen, Ausländerbehörde, Jobcenter und Ähnlichem. Und auch in den anderen, die anderen Fachbereichen und auch in den Ministerien, die zuständig sind. Politische Konsense für Gesetzesänderungen zu finden, scheint mir in der jetzigen Lage allerdings ausgesprochen schwieriger. Was noch wichtig ist, dass die, die immer noch Hilfe leisten und die aktiv sind, gestärkt werden. Ich glaube, dass wir das in der Region ganz ordentlich gemacht haben, dass wir die Mittel für Sozialarbeit in den Städten und Gemeinden für die Städte und Gemeinden pauschal erhöht haben.
damit die, die möglichst dicht vor Ort dran sind, wissen, wo man das auch einsetzen kann. Ich glaube auch, dass wir in dem Bereich von Gesundheit übrigens noch eine Veränderung haben. Da hat das Land ja eine Idee gehabt und hat eine Gesundheitskarte gemacht, die so teuer ist, dass wir sie nicht bezahlen können und die auch in der Praxis nicht funktionieren könnte. Das heißt aber nicht, dass es nicht richtig wäre, eine Gesundheitskarte für Geflüchtete zu haben, die den Rahmen auch beschreibt und die dann also Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmend auch leichter möglich macht, um auch da von dem jetzt etwas mühsamen Modell wegzukommen. Allerdings wird es nicht so gehen, wie das im Moment vom Land gemacht wurde, weil dieses Modell für die Kostenträger einfach nicht finanzierbar ist. Von daher sind wir jetzt immer noch in der Situation, wo wir täglich dazulernen und wo wir eigentlich unser Ziel vor Augen haben müssen und immer wieder gemeinsam anfragen müssen. Das Ziel ist, den Menschen, die hier sind, eine Perspektive zu geben, den Menschen, die hier sind, die Möglichkeiten zu geben, das, was man an Fähigkeiten erlernen muss, um selbstständig hier leben zu können, zu vermitteln und umgekehrt aber auch natürlich unsere Aufgabe, offen auf die Leute zuzugehen, das, was sie uns vermitteln können, aufzunehmen und wechselseitig voneinander zu lernen und damit natürlich auch das, was es an zusätzlichen Chancen gibt, besser umsetzen zu können. Ich glaube, Sie haben viele spannende Themen, die alle nicht einer So-ist-es-Lösung zugeführt werden können, sondern nur Schritt für Schritt. Das, was mich trotz aller Schwierigkeit in der politischen Gesamtlage, wobei man auch das verschieden diskutieren kann, die Frage ist, wie viele Menschen gab es denn eigentlich schon immer, die so gedacht haben und sagen sie das nur? Und man kann selbst bei 20% der Menschen sagen, wenn 80% eine andere Haltung haben, dann ist das auch immer noch die überwältigende Mehrheit. Und da darf man sich auch nicht sozusagen von einer Gruppe, auch nicht von 20% einreden lassen, dass das die vorherrschende Meinung wäre. Das ist eine Frage, wie viel Raum man denen gibt. Und deshalb bin ich trotz allem, was es an Schwierigkeiten und an Wegstellungen gibt, die mühsam sind, optimistisch, dass wir gemeinsam mit denen, die daran arbeiten wollen, für einen großen Teil der Leute, die hierher gekommen sind, einen guten Weg bereiten können und für sie hier eine Zukunft schaffen können, die in einem der demokratischsten Länder der Welt, in einem der sichersten Länder der Welt und in einem der Länder der Welt, wo es auch denen, denen es nicht gut geht, immer relativ gesehen zu den meisten anderen Ländern der Welt sehr gut geht. Das heißt nicht, dass es bei uns nichts gibt, was man anders und besser machen muss. Aber ich glaube, der Vergleichbarkeitsstatus, der hilft manchmal, wenn man den Blickwinkel hat, dann auch dazu. So gesehen wünsche ich Ihnen eine gute Diskussion. Danke Ihnen, dass Sie da sind und werde mich jetzt verabschieden müssen, weil wir um 14 Uhr Regionsversammlung haben und hoffe, dass Sie weitere gute Ansätze finden, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass die Menschen, die hier angekommen sind, eine gute Zukunft haben. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ja, vielen Dank an Hauke Jager, unseren Regionspräsidenten. Ich denke, besser hätte es Erwin Jorland auch nicht machen können. Ich sage nochmal den Titel des Vortrages, für den Fall, dass Sie den vergessen haben, die Mühen der Ebene in unwegsamem Gelände. Und ich glaube, wir haben festgestellt, aber das wissen Sie natürlich aus täglicher Arbeit, es ist in der Tat ein sehr unwegsames Gelände, bei dem man wirklich immer wieder sich bemühen muss, individuelle Lösungen zu finden für jeden Einzelnen und für einzelne Gruppen natürlich auch, die zu uns hier nach Niedersachsen, nach Hannover, in die Region Hannover kommen. Vielen Dank also an Hauke Jager und ich denke, wir machen gleich weiter mit unseren Impulsvorträgen. Wir haben lange auf Sie gewartet, auf Claudia Walter, die Bertelsmann Stiftung. Sie ist dort Senior Project Manager. Wenn ich Sie so anschaue, würde ich eher sagen Junior, aber okay, mache ja bei der Bertelsmann Stiftung schneller gehen. Also, wir freuen uns, dass Sie uns jetzt ein bisschen berichten werden über das, was Sie erarbeitet haben im Bereich Arbeitsmarktintegration als Schlüssel der Integration. Wir haben gerade schon gehört, das ist ein langer Weg. Viele waren vielleicht am Anfang auch ein bisschen zu euphorisch und haben gesagt, das geht alles ganz schnell und wir freuen uns, wir haben so viele unbesetzte Plätze, Arbeitsplätze, da können wir jeden qualifizierten Mitarbeiter gebrauchen und wir wollen hoffen, dass Sie uns das heute ein bisschen auseinanderlegen können, was denn da bisher passiert ist und was möglicherweise noch passieren wird. Also begrüßen Sie nach einer langen Reise auf der wahrscheinlich verstopften A2, ne, von Gütersloh hier hoch. Claudia Walter. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Entschuldigung, dass ich hier so reingeschneit komme. Ich versuche das eigentlich immer
wenn ich auf einer Tagung bin, dass man das von Anfang bis Ende mitkriegt, weil dann hört man auch das, was vorher gesagt wurde und kriegt die Stimmung auch mit. Das ist natürlich viel besser. Genau, bevor ich anfange, ja, da ist schon, das funktioniert ja hervorragend. Genau, möchte ich sagen, dass wir zu dem Thema Arbeitsmarktintegration, das ist ja jetzt mein Schwerpunkt, zwei Studien in Auftrag gegeben haben. Die eine Studie, genau, von Professor Trenhardt, früher Münster, die erschien vor einem Jahr, Arbeitsmarktintegration, und wir wollten wissen, warum dauert das eigentlich so lange, warum ist das schwierig? Er hat so einige Barrieren für uns aufgezeigt. Inzwischen hat sich ja auch wieder viel verändert. Und die andere Studie ist vor kurzem erschienen von Frau Dr. Aumüller, die mal untersucht hat, was gibt es denn eigentlich vor Ort schon alles zu dem Thema und was kann man davon lernen. Ach, wunderbar, danke schön. Wo muss ich darauf blicken hier? Ne? So, zum Einstieg ist genau das, wo eben der Regionspräsident mit aufgehört hat, die Euphorie, die im letzten Sommer herrschte, auch bei der Wirtschaft. Da ist der Daimler-Chef Zetschke, der schon von einem neuen Wirtschaftswunder sprach, der Flüchtlinge. Dann gab es natürlich auch jede Menge andere Firmen, die sich ihm angeschlossen haben. Es gab auch Kommunen, die das Ganze als Chance sahen und auch noch sehen, beispielsweise Goslar, das ist ja wahrscheinlich auch hier in der Gegend also bekannt, die gesagt haben, wir brauchen auch wegen des demografischen Wandels unbedingt Geflüchtete, neue Einwohner und sehen das als Chance. Und natürlich, das weiß man jetzt noch viel mehr als letztes Jahr, die Stimmung bei den Gegnern und Skeptikern, also sowohl Angst vor Lohndumping bis hin zu Rassismus, offenen Ausschreitungen. Soweit zum Einstieg. Jetzt gibt es viele, die sagen, was hat denn überhaupt Flucht zu tun mit Arbeitsmarktintegration? Und natürlich ist es ein anderes Thema, weil Flucht ist immer in erster Linie eine humanitäre Frage. Und trotzdem finden wir, dass das wichtig ist. Professor Trenhardt hatte am Anfang seiner Studie dieses Zitat gefunden. Vom Europarat: finden Asylsuchende und Flüchtlinge erfolgreich Arbeit, dann nutzt das den Aufnahmegesellschaft, aber vor allem auch den Flüchtlingen selber. Insgesamt tragen sie zum Gelingen des sozialen Klimas auch bei, die soziale Unterstützung, die nicht ausgegeben wird, wird eingespart, aber vor allen Dingen für die Geflüchteten selber ist es wichtig, weil der Zugang zum Arbeitsmarkt natürlich eine Frage der Eigenständigkeit ist, auch der Würde, auch Traumata hilft zu überwinden und sie aus eigenen Füßen leben können, also von daher auch eine entscheidende Frage der finanziellen Unabhängigkeit. Und für uns ist das dann insgesamt so etwas wie Triple Win. Das ist ein Begriff aus der Migrationsdiskussion, der bezeichnet, das nutzt dann den Aufnahmegesellschaften, den Migranten selber und natürlich auch dem Herkunftsland, weil viele sehr schnell auch Geld wieder nach Hause schicken möchten, zu ihren Familien oder zum Herkunftsland. Das nur kurz, also die Flüchtlinge sind da, ob Leute das gut finden oder nicht, und es wäre falsch, das nicht auch zu nutzen, wenn andererseits auch das Arbeitskräftepotenzial sinkt. Jetzt war die erste Antwort von der Studie von Professor Trenhardt, die Hauptbarriere sind die langen Wartezeiten. Letztes Jahr war das so, dieses Jahr ist das immer noch so, dass BAMF sagt ja, wir haben das bis Ende des Jahres im Griff. Schauen wir mal, es sind viele Leute eingestellt worden, das wissen Sie alles. Trotzdem ist es so, abgesehen von den Syrern einerseits, die jetzt sehr schnell entschieden werden und den Westbalkan-Leuten, die auch sehr schnell entschieden werden und dann in der Regel keine Chance haben auf ein Asylverfahren, dass Leute aus Afghanistan beispielsweise und Pakistan 16 Monate, 17 Monate warten, viele andere auch. Sie wissen das aus Ihrer Praxis besser als ich, dass es da Einzelfälle gibt, die ein Jahr, zwei Jahre warten. Und dieses Warten ist das, was
nicht nur eine Barriere ist zum Arbeitsmarktzugang, sondern einfach was unerträglich ist, was, ich glaube, mich würde das verrückt machen, Sie wahrscheinlich auch. Das ist für Sie zermürbend. Was sind das für Leute, die zu uns kommen? Natürlich stimmt es, dass die Mehrheit männlich ist, zwischen 18 und 35 Jahre alt. Es hat sich aber auch gewandelt, es kommen mehr Familien nach. Was ganz entscheidend ist, 55% sind unter 25 Jahre alt. Das heißt, selber noch im Schulalter oder Ausbildungsalter oder einem Alter, wo ohne weiteres Ausbildung Nachqualifizierung möglich ist. Das ist natürlich in jedem Alter möglich, nachzuqualifizieren und weiterzubilden, aber die 25 Jahre, das ist ja schon so ein entscheidender Punkt. Das ist natürlich eine große Chance. Ich finde es immer von daher ein bisschen unfair, wenn gesagt wird, die meisten, die kommen, die haben gar keine abgeschlossene Berufsausbildung. Wie denn auch, wenn man 2 Jahre Schule verpasst hat durch den Krieg, wie denn auch, wenn es in anderen Ländern gar nicht unser Ausbildungssystem gibt oder wenn man seine Papiere im Mittelmeer verloren hat, auf der Flucht verloren hat. Also von daher finde ich, ist das eigentlich doch eher die gute Nachricht. 18% haben eine Hochschule besucht, 50% ein Gymnasium oder eine Mittelschule. Wie gesagt, viele haben es nicht fertig machen können. Hier, das finde ich auch interessant, ein Großteil der männlichen Erstantragsteller waren zuletzt erwerbstätig. Wenn man hier zum Beispiel guckt, das sind immer diese blauen Balken, also links ist männlich, rechts ist weiblich und unten die Herkunftsländer. Wenn man zum Beispiel guckt bei Syrien, das ist der zweite Balken, dann sind das 73,2%, die vorher erwerbstätig waren. Die Leute fangen ja nicht bei null an. Genau, viele verfügen über Englischkenntnisse, 2/3, natürlich nicht über Deutsch, ist ja eigentlich auch nicht verwunderlich. Und wie gesagt, man kann nicht davon ausgehen, dass viele eine Berufsausbildung haben. Das sind gerade mal 20%, aber das ist auch, wie gesagt, nicht überraschend. Wie schnell gelingt Arbeitsmarktintegration? Das IAB, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die haben sich orientiert an den Zahlen der letzten Jahre der vorherigen Flüchtlingszuwanderung. Und das ist natürlich schwierig vergleichbar. Die sagen, nach 5 Jahren sind knapp 50% in der Beschäftigung, nach 15 Jahren 70% bis 80% und derzeit nur 25%. Man muss dazu sagen, früher gab es ja ein Arbeitsverbot von einem Jahr und seit Ende 2013 sind es nur noch 3 Monate. In den letzten Jahren war immer ein Punkt, dass bei Auszubildenden die Unternehmer nicht wissen, ob die nicht in der Ausbildung wieder abgeschoben werden können und von daher eine Unsicherheit da ist. Das ist ja zumindest jetzt verbessert worden. Also es hat sich viel getan, von daher sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar und insgesamt gibt es einfach sehr wenige verlässliche Daten. Das ist auch ein Teil des Problems, auch vieler, die vor Ort damit arbeiten. Noch eine Schlussfolgerung des IABs, Professor Brücker, der sagt, diese Menschen, die heute zu, Raimund Becker, Entschuldigung, die zu uns kommen, sind keine Fachkräfte von heute, von morgen, sondern Fachkräfte von übermorgen. Wichtig ist, dass unser Blick insgesamt ein anderer wird. Also bisher wurde immer gefragt, auch in der öffentlichen Diskussion, was können die nicht? Und wenig, was kann denn jemand, der hierher kommt? Wir gehen davon aus, dass die meisten, die hierher kommen, auch etwas mitbringen, auch was beitragen möchten, auch was einbringen möchten in die Gesellschaft. Ja, wir hatten infolge der Studie von Professor Trenhardt ein Maßnahmenpaket formuliert. Manche Sachen sind auch schon aufgenommen oder halb aufgenommen, aber vieles ist noch im Argen. Also eigentlich der Hauptpunkt bleibt, eigentlich dürfte es nicht länger als 2 bis 3 Monate dauern, bis ein Antrag entschieden wird.
dann müsste man von Anfang an Sprachfeststellung machen, von Anfang an schauen in einem Profiling, was bringen die Leute mit, was können die Leute. Das ist jetzt erst die nächsten Monate entstanden und es ist ein totaler Wildwuchs, weil jeder ein anderes Profiling-Instrument hat. Lotsendienste, Vermittlung, Netzwerke, ganz wichtig. Und das ist natürlich auch vor allen Dingen Ihre Baustelle als Hauptamtliche und Ehrenamtler oder Hauptamtliche, die mit Ehrenamtlichen arbeiten. Das muss Hand in Hand gehen, hauptamtliche Lotsenstruktur oder Lotsenprojekte und Ehrenamtliche. Nach spätestens 3 Monaten müsste eigentlich ein dezentrales Wohnen stattfinden. Ich wohne selber in Köln, wir haben noch 13 Turnhallen besetzt, also das ist natürlich, da träumt man im Moment von. Ich weiß, in Hannover wurde viel getan im Rahmen des Integrationsmanagements, dass das anders aussieht. Im ländlichen Raum ist das natürlich wieder eine ganz andere Baustelle. Vorrangprüfung in Frage stellen, Spurwechsel ermöglichen, also das heißt, jemand, der kommt und keine Chance hat, Asyl mit Erfolg zu beantragen, der aber die Möglichkeit hätte, auf dem Arbeitsmarkt sich zu bewerben, dass der wirklich von der Asylspur direkt in die Arbeitsmarktspur wechselt. Das ist auch eine länger diskutierte Forderung, die es in Schweden möglich ist. Da sind Leute, die abgeschoben werden sollen, geschützt vor der Abschiebung, wenn sie nachweisen können, dass sie einen Arbeitsvertrag haben oder in Aussicht haben. Ein Punkt, den kennen Sie auch besser als ich, dass halt viele Maßnahmen, beispielsweise die Sprach- und Integrationskurse vom BAMF, jetzt geöffnet wurden, aber nur für die Länder mit guter Bleibeperspektive, nur für diejenigen mit guter Bleibeperspektive aus den Ländern Syrien, Irak, Iran, Eritrea. Das sagen alle Praktiker, das ist ein Problem. Also den einen zu sagen, du darfst in den Sprachkurs gehen, du dem anderen zu sagen, auch wenn du vielleicht einen Asylantrag entschieden bekommst, du musst erstmal länger warten, weil du nicht zu der Gruppe gehörst. Das ist ein Problem, das werden Sie wahrscheinlich, wie gesagt, aus der Praxis sehr gut kennen, besser als ich. Ja, für unser Ansatz, wir finden, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, auch wenn die Arbeitsmarktintegration so ein Schlüsselbereich ist, gehören da ganz viele andere Punkte mit rein, natürlich erstmal Dach über dem Kopf und was zu essen, aber eben auch die Frage körperliche und seelische Gesundheit, Spracherwerb, Bildung, soziale Integration und auf der rechten Seite, wer müsste eigentlich vor Ort alles dazugehören, wenn man da die Zusammenarbeit vor Ort herstellen möchte und das hinbekommen möchte. Das lese ich nicht alles vor, können Sie selber lesen. Das ist eine schlechte Darstellung, haben wir noch nicht übertragen, das ist hier aus der Studie. Für Sie ist das wahrscheinlich wichtig, weil die Darstellung geht davon aus, in der Mitte, es gibt Stufen der rechtlichen Integration und rechts, es gibt Stufen der Arbeitsmarktintegration. Das läuft schon mal parallel und gar nicht gleichzeitig. Wenn jemand plötzlich einen positiven Bescheid über seinen Asylantrag bekommt, so, dann wechselt er auch die Spur zum Beispiel zum Jobcenter. Also wichtig ist, dass der Punkt ganz links Beratung und Begleitung, dass das eigentlich die einzige Konstante ist. Das ist das, was den Menschen durch dieses ganze Wirrwarr, durch den ganzen Dschungel begleitet. Also das ist das, was den Leuten auch Halt gibt, Halt geben sollte. Von daher ist das, finde ich, ein ganz zentrales Element, ganz zentraler Bereich. Ganz klar, natürlich, je schneller Arbeitsmarktintegration gelingt, desto besser. Hier nochmal die Ziele. Wir sagen entweder Flüchtlingsintegration, Arbeitsmarktintegration gelingt vor Ort oder gar nicht. Also ist da vor Ort die Kommunen ganz zentraler Bereich. Kommune heißt aber, es darf nicht auf die Kommune beschränkt sein, nicht auf Verwaltung, Jobcenter etc. Hier nochmal Stichworte dazu. Wir haben übrigens einen schönen Kurzfilm dazu, finden Sie auch im Internet, wie das in Wuppertal und in der Region Bergisches Städtedreieck gemacht wird. Da gibt es wirklich ein Netzwerk, was sehr klar die Abläufe entwickelt hat. In dem Netzwerk sind dabei das Integrationsressort,
Amt für Zuwanderung und Integration. Da sind dabei natürlich Jobcenter, Arbeitsagentur, sind die Wohlfahrtsverbände dabei und viele, viele andere, alle, die damit zu tun haben, Migrantenorganisationen. So, und die entwickeln mit dem Geflüchteten einen Plan, einen individuellen Plan, wo derjenige als nächstes hingeht. Und also der kommt zuerst beim Amt an für Integration, wird da beraten, geht dann beispielsweise zur Diakonie. So, und die entwickeln mit ihm den Plan, ganz klare Vereinbarungen, wo es als nächstes gibt, braucht der Sprachkurs oder nicht, welchen Sprachkurs, braucht der ein Praktikum oder nicht. Die arbeiten da eben Hand in Hand auch mit den Ansprechpartnern. Ach so, Moment, das war die falsche Richtung. Ja, wir haben uns das als Vorbild genommen und dieses Modellprojekt Early Intervention, was gab von der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesamt in den letzten Jahren, was auch evaluiert worden ist, was aber eben nur in einigen Orten gab und begleiten selber jetzt in so einem Pilotprojekt Kommunen, um eben etwas Ähnliches auf den Weg zu bringen, die Abläufe vor Ort zu verzahnen, so dass jeder weiß, was der andere macht und klar ist, wo gehen die Geflüchteten hin, wie kommen sie bis hin zu den Arbeitgebern, welche Möglichkeiten gibt es auch der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Wohlfahrtsverbänden, da gibt es ja auch einiges an Modellprojekten, 2 Tage Sprachkurs, 3 Tage Praktikum oder so, gerade für diese Einstiegszeit. Es ersetzt alles keine Ausbildung, aber das sind Einstiegsmöglichkeiten, die durch so ein Netzwerk vor Ort geschaffen werden können. Wir versuchen das gerade in mehreren Pilotkommunen, in Krefeld beispielsweise und Oberallgäu, Freiburg etc. Das sind so die 6 Akteursgruppen, die auf jeden Fall dazugehören sollten. Lese ich nicht vor, die können Sie selber lesen. Noch ein Punkt, was eine Hürde ist, eben die fehlende Feststellung von Kompetenzen, auch informell erworbener Kompetenzen. Da haben meine Kollegen erstmal mit Beratungsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden so Kompetenzkarten entwickelt. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist, also Sie kennen die, genau, Herr Peter. Im Beratungsgespräch werden die genutzt, weil da eben auch Bilder drauf sind und mehrere Sprachen. Und dann wird gefragt, kannst du das, hast du das vorher gemacht, etc. Ich habe das selber nie im Beratungsgespräch eingesetzt, aber es wurde gesagt, dass das auch evaluiert wird zusammen mit Beratern, die eben wissen, ob das im Beratungsgespräch tauglich ist. Und jetzt, Moment, das ist auch neu, dass die jetzt weiterentwickeln zusammen mit der Bundesanstalt für Arbeit, so Videos, das halt einerseits gesehen wird, wie müssen Abläufe sein, das ist jetzt so eine Situation, einfüllen in, von Öl in einen Autotank und wie hat jemand Fertigkeiten gelernt. Das ist jetzt noch ohne Theorie etc., aber der Gedanke dahinter ist, erstmal zu erkennen, festzustellen, was die Leute können und das auch zu zertifizieren und zum anderen auch so Teilmodule in der Ausbildung nachher oder Weiterbildung zu nutzen, dass jemand, der erstmal praktische Kompetenzen hat, später, wenn er besser Deutsch kann, auch die theoretischen Kompetenzen oder Kompetenzen, die Sprache benötigen. Ich bin aber das war die letzte Folie, von daher bin ich fertig und freue mich sehr auch auf die Diskussion nachher und auf die weitere Tagung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Walter. Wir freuen uns natürlich auch auf die Diskussion. Geben Ihnen jetzt nochmal die Chance, ein bisschen anzukommen, sich hier ein bisschen umzuschauen. Bei uns in Hannover sieht es ja sehr schön aus. Gucken Sie sich ruhig mal das Rathaus an. Wir haben schon vorhin gehört, welche Tradition dieser Saal hier hat. Und wir haben ja einen tollen Teich hier vorne. Ich würde auch Ihnen die Gelegenheit geben, nochmal durchzuatmen, damit wir dann vielleicht nachher wirklich in eine intensive Diskussion einsteigen, so etwa in 20 Minuten, die Sie nutzen können, ein bisschen Kaffee zu trinken, sich nochmal die Beine zu vertreten und vielleicht hier auch nochmal durchzulüften. Ich habe schon das Gefühl, sehr warm hier drin, ne?
Aber egal, das kriegen wir alles gemeinsam hin. Und so circa in 20 Minuten, 25 Minuten würde ich Sie bitten, dann alle wieder hierher zu kommen. Und dann diskutieren wir gemeinsam mit Ihnen und unseren Gästen die Dinge, die wir jetzt gerade gehört haben und die Sie täglich erleben. Bis gleich.